Also krasser Stream. Du jetzt andersrum lassen müssen. Ja, wirklich? Jetzt habe ich schon wieder vergessen. So, jetzt müsste bald was kommen. Keine Ahnung, ich habe ein Delay, das weißt du. Ja, ja, genau, aber ich sehe jetzt das im Vorschau-Ding, aber ich jetzt, glaube ich, erst im nächsten Rennen gemerkt oder so. Bester Stream. Ich. Solidarität. So. Ah, ich sehe was. Ich muss noch hoffen, dass mein Profiler funktioniert. Ich hoffe mal. Okay, ja, Kai, ich bleib dann jetzt mal bei Eva drin. Bei dem... Du weißt ja, ich den Profiler traue, ne? Von morgens bis Mittag überhaupt nicht. So lange? Ah. Es ist so lustig, dass wir so dicht ineinander stehen, dass wir wirklich wie ein... Also wäre es nur ein Auto, ey. Los. Das ist zu geil. Und das Regen ist, du kannst einfach selber hochschalten drücken. Ach, scheiße, ich aber die anderen, aber die anderen haben es noch schneller gedrückt als ich. Der ist hier heizt einfach davon. Einer vor mir, der Zeit etwas lang geht. Oh Gott, ich sehe doch einfach nur der Straße folgen. Viel Möglichkeiten gibt es hier nicht. Ja. Das ist schwierig mit Wasser und hier sind schon alle Autos vor mir. Nein. Okay. Ah, was mach ich da? Der Eteplau fährt vor mir. Da steht bloß Eteplau auf deinem Nummernschild. Du hast denn bloß so einen schlechten Start gehabt. Aber was war die, dass ich denn selber den gleichen Spaß erlaubt? Hast du das jetzt erst mitgekriegt? Ich dachte, ich wäre der Einzige, der sich den Spaß erlaubt. Ja, das ist doch Tradition. Die muss man erhalten. Ich dachte echt, bin der Einzige, der diesen Joke sich wirklich erlaubt mit dem Namen. Solidarität muss man schon leben. Aber Hauptsache, da steht dann Eteplauna. Plauna. Eteplauna. Oh, Eteplauna. Oh nice, das Metal Cover vom Turok 2 Level. Diese Lenkung, ja, ich komme nicht drauf klar. Aber mein Profiler funktioniert, stellt euch das mal vor. Schade. Party! Das ist yeah. Wirklich mal was Neues. Er macht mir so einen Krach hinter mir. Verzieht euch mal. Ich nicht. Ich bin ganz hinten, wo ich hingehöre. Das ist der Dämon. Warte, wo ist eigentlich Domete? Ja, du bist ziemlich weit hinten. Das fragen wir uns auch. Kein Nitro-Bärch mehr. Guck mal, jetzt kommt er hier nur mit 230 hoch. Was ist doch scheiße. Er Pete wollte das einfach nicht mehr. Doch, ich finde es ja ganz lustig, aber... Man, bei sowas muss man immer sich für beides entscheiden. Ich finde, wir sollten die originale Version wieder einführen, also mit beiden. Aber es ist lustig, dass das V-Roads neu berechnen das behebt. Ja, das ist auch bei Lost Vegas so. Das ist sehr interessant. Wohl 400 mit Vollgas um die Kurve. Was ja jetzt, war das nicht gelungen. Was ja jetzt noch cool wäre, was Pete hinkriegen könnte, ist, wenn wir dann auch Rückspiegel irgendwann nutzen könnten. Bei den Custom-Strecken. Das könnte jemand anders hinkriegen. Das kann mein Tool schon quasi, indem das einfach nur die High-Res-Variante nimmt. Ja. Aber das Tool ist halt noch nicht fertig. Ich habe letztens mal geguckt, ob man das mit T3D mach ich hinkriegt, denn? Aber das geht glaube ich gar nicht mit was T3D. Was hast du gesagt, Pete? Ich habe letztens mal geguckt, ob man das mit T3D hinbekommt. Mhm. Aber das geht irgendwie nicht, ne? Deswegen hat mich das ja gewundert, dass das noch nie jemand ausprobiert hat vor mir. Ja. Das ist aber voll krass, dass du das hinbekommen hast. Wäre aber halt einfach wirklich... Ist nicht schwer. Wäre aber halt schon wirklich irgendwie cool, wenn es diese Möglichkeit... Also ich habe mich jetzt daran gewöhnt, dass es keinen gibt, keine Frage. Aber stell mal vor, wenn wir ja schon so weit so vieles dran machen könnten, weißt du? Wäre das ja auch... Wär das... Oh, das gleiche das wäre geil, das wäre echt geil. Das wär aber wäre es halt schon cool, wenn es dann so dieses Problem... Weil der Rückspiegel ist ja nur bei den Custom-Strecken wirklich das Problem, ne? Ja, ja. Weil die halt kaputt sind, die Low-Res-Varianten. Deswegen crasht der halt. Also deswegen man muss die halt komplett neu berechnen, das kann mein Tool tatsächlich auch. Oder wie gesagt, man nimmt halt einfach die High-Res-Varianten. Ich glaube, meine Vermutung halt einfach, warum man die anderen das nicht gemacht haben, ist halt wegen den Polygonen, wegen der Polygonanzahl, ne? Aber ja. Weil ansonsten habe ich keine Erklärung, warum man das nicht einfach macht. Ja, oder die Editor-Version war noch zu alt oder die wussten nicht, wie es geht oder. Wie gesagt, darum, du musst einfach nur den Chunk kopieren. Du musst einfach nur den High-Res-Chunk auf den Low-Res und Medium kopieren. Und warum? Das ist nichts Schwieriges. Ja, aber laut Pete sind alle Strecken über 100 Polygonen schrecklich.
Was? Nee, das nein. war nicht bei 100 Polygonen, das war... 200, weiß nicht mehr. Nee, das war, glaube ich, das war bei Auto. 50k oder so. Nein, das war nicht nur bei Autos bei dir so. Das ja, ist leider ist ja diese Game Engine hier, sobald du über 20.000 Polygone gehst bei Autos, dann fängt es halt an zu laggen. Ne? Ja, also aber egal. Das ist doch für dich schön. Ja, wenn es laggt, finde ich es nicht so schön. Nein, weil es wenig Polygon hat. Darum geht's. Oh, ja, scheiße. Ist nicht verkehrt. Muss einfach aber einen FPS-Cap auf 65 stellen, dann laggt es wahrscheinlich gar nicht schlimmer als vorher. Nee, es ist dann wirklich, es geht sehr tief runter. Das ist nicht so gut. Was ist das denn? Wieso kommst du denn jetzt wieder besser raus? Was soll denn ich bin Unsinn? Einfach zu dumm bei dieser Strecke. Guck mal, wie weit ich schon weg bin, weil ich zu viele Unfälle baue. Oh. Guckt mal einmal auf Tastatur. Wie geht denn dieses Schalten? Einfach Schaltknöpfe drücken und dann machen wir... Genau. So wie bei Nice 2. Okay. Ich grätsch da gar nicht rein. Ich weiß nicht, was am schlausten ist. Aber jetzt bei der Strecke brauchst du es eigentlich nicht tun, ne? Also bei den meisten Autos ist der letzte Gang immer am stärksten. Leider. Es hilft halt bei dem Rennstarts, wenn Wetter ist und der nicht selber hochschalten will. Zum Beispiel und natürlich bei langen Kurven, weil er da immer nicht runterschalten möchte oder viel zu spät runterschalten möchte. Weil er macht es aber meistens nicht aufgefallen, wenn man gleichzeitig lenkt. Meistens, wenn man dann geradeaus fährt, auf einmal schaltet der. Ganz komisch irgendwie. Nee, ja, oder wenn du Gas wegnimmst kurz, dann macht ja, genau. Das auch. Das bei Hightech, bei Habitat aber auch so. Wenn die Last sich ändert, dann schaltet er. Aber das ist mir meine Halbautomatik lieber. Ach ja. Aber dass man so viel in das Game reingrätschen kann, ist der Wahnsinn irgendwie, ne? Muss ich durch Jonas sein Fenster gucken, um die Straße zu sehen. Und sieht so besser aus durch mein Fenster? Ach, stimmt. Das ist doch nicht möglich. Immer komme ich. Ich komme einfach nicht an ihm vorbei. Ich hänge die ganze Zeit dran, weil es kommt da einfach nicht vorbei. Jetzt habe ich sogar wieder Abstand genommen. What the fuck? Oh. Kann doch nicht sein, mit seiner deiner elendigen Tastatur, leck mich doch, ey. Ja, du fährst auch mit Tastatur. Bitte? Du fährst auch mit Tastatur? Ja. Ah ja, sehr gut. Das ist so unfair, wieso ist die Tastatur nicht so gut? Mann! Warum sind wir mit Tastatur so gut, ist die Frage. Ja, weil du High Stakes spielst. Bei einem anderen Spiel. Dann fahr doch selber mit Tastatur, dann wärst du vielleicht auch so gut. Nee, genau. Nein. Siehste. Nein. Also liegt's an uns, nicht an der Tastatur. Nee, tatsächlich nicht, weil ich nur mit Pfeiltasten fahren kann, aber dieses Spiel bevorzugt ist ja, dass man mit Gas und Bremse zusammen um die Kurven fährt und das kann ich mit Tastatur leider nicht. Wieso nicht? Weil ich nur mit Pfeiltasten fahren kann. Ich kann das nicht. Eine Hand macht das, eine Hand macht das. Das. Echt jetzt? Okay. Ja, warte. Durch. Du kannst nicht mit zwei verschiedenen Händen Gasbremse, aber du kannst auch nicht mit einer Hand Gasbremse. Hast du mal Bremse auf A ausprobiert? Also ich habe immer... Ja, das war ja deine andere Hand. Ja. Genau. Da komme ich aber nicht mit klar. Dann fahre ich ja, den letzten also, Henker. Aber da geht auch gar nicht Gasbremse. Gleiche Hand geht nicht, verschiedene Hände geht nicht. Da geht gar nicht. Gas und Bremse gleichzeitig und dann lenken, dann ist mit Pfeiltasten schwierig. Genau, deswegen habe ich meine Bremse auf A. Ich hab's auch gelernt. Zum Beispiel. Oh, das gibt's doch einfach nicht. Ich war ja schön über. Was ja alle irritiert über WSAD und meine Bremse ist auf NumPad 4. NumPad 4? Ja. Okay. Damit kannst du diese Performance ab. Weil ich fahre mit links. Ah. Wie kann man mit links fahren, Alter? Keine Ahnung, ich mach es halt. Das ist ja genial. Und dabei auch noch gut sein. Aber du bist halt einfach Linkshänder. Bin ich aber schlecht rumgekommen. Nein, ich bin kein Linkshänder. Und dabei auch noch gut fahren, ey. Wie soll denn das gehen? Ja, das ist ja bei GTA San Andreas fährt man auch nicht anders. Nur da ist die Bremse halt auf S und nicht auf NumPad 4. Naja, aber du hast doch deine Pfeiltasten und auf A deine Bremse. Das ist halt, damit ich auch mit rechts bremsen kann. Mit der anderen Hand. Nicht zu fassen, wie er sich jetzt ja, meine Bremse ist auf A, ja. Deswegen ist da bei mir genau das gleiche quasi. Ja, stimmt. Ich hätte so auch auf Pfeiltaste runterlegen können, wenn man es so nimmt, ja. Wäre es quasi so. Ja, voll krass, wie das bei jedem anders ist. Aber bei mir ist es auf A, damit ich bei Q und Y hoch und runter schalten kann.
Aber könnte ich auch bei Z und N machen, aber. Hm. Nee. Alter! Ist zu nah dran. Ach so. In der Mitte. Ah, nicht schlecht. Aber ja, gerade nervt sich jetzt, dass ich Leertaste und dann schalten, das ist irgendwie ein blöde Kombo. Aber jetzt ja, war ich schön eng gefahren, Dennis, deswegen Alter. Bin ich jetzt gerade weggekommen. Alter Schwede, TSTG fährt uns ja voll davon. Ja. Ah, vielleicht ist ja dein Gaspedal noch nicht ganz sauber. Hoffentlich hat er jetzt dran gedacht, diese Variante von dir tatsächlich zu nehmen, weil. Ja. 30 Sekunden ist ja schon beachtlich, ne? Ja, schon. Und ich fahre eigentlich genauso wie Pete auch fehlerfrei. Es ist jetzt nicht, wie er da 30 Sekunden rausbekommen hat, oh. Merkwürdig, oder? Naja. Ich hoffe, dass es wirklich die richtige Datei jetzt war, wo der tatsächlich mit diesem Nitroberg quasi nicht mehr hat, ne? Ja, ich denke, da hilft nur Fragen. Müssen wir vielleicht nochmal nachfragen, ja. Ah, natürlich. Bin ich der Letzte, der am Fahren ist. Alles guckt dir zu, kein Druck. Wenn er die richtige Version hat, dann Hut ab, dann frage ich mich, wie das klappt. Ah ja, klar, dass ich die Wand links ist besser, Stevie. Er fährt wieder rechts. Da sind sie auch links lang gefahren. Ja, auf meiner Bremse auf Leertaste. Ja. Gestern HP2 hatte ich irgendwie keinen Bock, das Lenkrad aufzubauen. Mal wieder ist das so gefahren. Ah. Ich bin eine Grütze gefahren im Vollbremse, die Septin nicht hinbekommen. Bis ich irgendwann kapiert habe, Mann, in HP2 habe ich die Bremse auf Pfeil nach hinten. Leertaste ist Handbremse. Die Strecke heißt Vollwind. Hast du nur mit Handbremse gebremst? Strecke heißt Vollwind. Ja, ich sag's immer falsch, ich weiß es, ja. Aber 1,53, ich will ein Video, ich will das sehen, wie er das gefahren hat. Er hat doch eine viel höhere Topspeed. Als wir alle. Und ich hab die niedrigste, wie immer. Wie war das mit der Topspeed? Gesynkt, oder? Die Topspeed passt bei mir, aber die hatte nur 1,53 gehört. Das hätte mich, mal wirklich rein nur aus Interesse mal interessiert, wie man auf diese Zeit kommt, ne? Weil das ist ja schon echt 6 Sekunden, ey. Das ist crazy, finde ich. Aber wir haben, die 1,59er haben wir alle so geschafft, ne? Von den guten Fahrern hier. Ja, danke, ja. Hab ich verstanden. Arschloch. Oh Mann. Danke. Naja, bei Kirsche ist es ja streng genommen eine 2 Minuten, ne? Das ist ja nur 400. Nein, das ist eine 59. Ich stehe darauf. Ah. Aber weiter, ja, Mann. Danke. Steuerung 2. So. Hat er hier ein Convertible oder so? Hat er? Ja, aber ich glaube, nee. Der hat irgendwie. Man kann verdeckt was einstellen. Aber doch, es macht die Lichter. Ah, geil. Die Lichter kann man runter. Ah, da mach ich die Lichter auf. Ich mach's lieber zu, weil das ist ein geiles Feature von denen. Okay. Sind ja nicht randomized, gell? Also die Convertible Option. Achso, hat der sowas? Ja, der hat die, der kann die, also eigentlich Mit Lampen, ja. Eigentlich gehört das zum, das sind eigentlich Pop-Up-Lichter, aber der Autor von dem Model hat die irgendwie zum Convertible umgebaut. Also, kann man ja machen, einstellen, was man will, aber ey. Jetzt kann man ja gar nicht mehr sagen, Auto weg ist. Jetzt kann man ja gar nicht mehr sagen, ist der GP. Kann ich nicht. Ich hab's vergessen, mein Spiel ist viel zu laut. Ich muss das ganz kurz machen. Dann warte ganz kurz, dann drück noch nichts, ich stell mir jetzt auch ein bisschen runter. Wir können auch lauter reden. Ja, ich kann dir auch in die Ohren brüllen. Ich hab's leider vergessen, sorry. Okay, kannst neu starten dann. So. Lass einfach fortsetzen. Okay. Lass einfach fortsetzen, du Trollo. Moment, okay, jetzt. Los. Jetzt fahren wir 4 Runden Atlantica City. 3 Runden. Das war ein Überraschungsstart. Du meinst ja, 3 Runden. Das habt ihr alle nicht. Nee, der zählt die erste Runde nicht, Stevie. Du musst nicht sehen, was ich meine. Ich glaube, im Multiplayer zählt er. Echt? Ja, beim letzten Nur im Einzelspieler nicht? Nur im Einzelspieler nicht. So war es jedenfalls beim letzten Mal.
Aber ich weiß natürlich jetzt nicht, wie es ist, wenn wir jetzt diesen Start haben, wie wir ihn jetzt haben. Aber warum sollte er die denn nicht zählen? Mein Einzelspieler zählt das nicht, weiß ich nicht. Na, ich glaube, Gescher hat jetzt voll die Arschkarte, ne? Ach komm. So? Ja, wegen deinem. Du bist 1 Minute 40 hinter uns. Stimmt! Oh, hä? Ich sehe gar keine Zeit bei euch. Ich sehe wen fahren, aber es hat gar keine Zeit mehr. Hast du Zeit. Ja, weil du das ist leider so ein Glitch bei so Strecken. Also. Also ich sehe wen vor mir fahren. Das scheint auch nicht so völlig unrealistisch zu sein. Habe ich irgendeine Abkürzung verpasst, dass ihr so schnell seid? Das gibt drei Stück. Ich sehe euch. Warum? Keine Ahnung. Ja. Ah! Ja, du hast ja jetzt auch deinen Namen angepasst. Wunderbar. Ja, das welche ist Abkürzung, leider, wo ist denn die erste? Ah, wo fahre ich denn hier lang? Ich fahre hier richtig? Ich weiß es nicht. Du bist die Abkürzung gefahren, soll. Die bin ich auch gefahren, auch wenn du mich wahrscheinlich nicht siehst. Ich habe aber meinen Namen nochmal gesondert angepasst. Ist euch das eigentlich aufgefallen? Hier nochmal, oder? Ich habe das, ich glaube, ich fahre im Kreis. Ich habe das im Multiplayer zählt die Runde. Okay. Ich hab, kannst du mir jetzt zeigen, wo ich lang muss? Ich habe das Mister nämlich woanders hingesetzt. Achtung. Ich mache irgendwas ganz falsch. Das ist ganz knapp hier. Wo muss ich denn jetzt lang, sag mal? Ja, das kommt bei dem Kringel da unten. Bei dem 180 U-Turn, der. Wie soll ich das beschreiben? Ein Sprung! Warum ist hier ein Sprung? Ah, ich mag den doch nicht! Kannst du Vollgas fahren. Also jetzt hier gleich links. Hier gleich links, einfach die Straße hoch. Okay. Das, was man so sieht. Ah. Ja, halt runter, ich danke. Viel voll genommen. Ich hab jetzt schon gerade die Halbautomatik zu schätzen gewusst, weil er wollte wieder nicht runterschalten. Ich springe gegen irgendwas. Ich resette mich dann mal. Oh, ich hab gerade ein paar Vögel übergefahren. Oh, das war schlecht genommen. Warum kann man in diesem Spiel in der Luft nicht lenken? Ja, also. Ich weiß, ist leider ein bisschen älter als Trackmania. Warum kann man in der Luft nicht lenken? Also man springt ab, macht instinktiv einen Airbrake und es bringt einfach nichts. Oh fuck. Oh, das war... Man kann jetzt so geil durchheizen. Weil wie hoch man springt, so aber wenn man richtig trifft den Sprung, ne, dann kann man da echt ohne Problem Vollgas rüber. Echt? Du meinst den Sprung am Start? Den kannst du Vollgas fahren, du musst nur treffen. Naja, ich durfte danach mich resetten, weil ich mich dann 10 Milliarden Mal überschlagen habe, aber... Wie gesagt, du musst treffen. Wo ist die SPG eigentlich so weit hinten? Was mach ich denn hier schon wieder? Ich wollte wieder falsch fahren. Nee, ich glaube, die Abkürzung war richtig gewesen. Ich habe sie leider nicht genommen, du auch nicht. Ja, weil du dann wieder im Kreis fährst, haben wir vorhin schon gehabt. Naja, ich hab sie zweimal irgendwie, ich weiß auch nicht, was ich gemacht habe, aber... Dafür können wir jetzt schon überrundet. Geh weg, Demon! Du siehst mich zwar nicht, aber... Seh dich. Wirklich? Warum hab ich da keine Zeit? Ach, jetzt hab ich Zeiten. Warte, hab ich da vorhin schon umgekippt. Ach, der warum hattest du vorhin keine Zeit, Kirsche? Was war denn da bei dir los? Keine Ahnung. Aber Pete meinte doch irgendwie, dann hat er ja wahrscheinlich bei sowas. Kirsche die Runde wieder... Welcher Runde bist du, Kirsche? Erste? Oh, dann hat er das Problem noch. Also ja, das ist so ein Bug bei manchen in der Strecken. Ersten? Okay. Ja, aber ihm hat also die Runde nicht gezählt. Wie im Multiplayer. Okay. Singleplayer meinst du? Ja, meinte ich. Wie im Singleplayer, ja. Manche Strecken haben das leider. Ich weiß nicht, wie man das behebt. Aber warum haben das denn nur manche? Im Singleplayer habe ich es immer. Und hier ich jetzt gerade gar nicht. Muss am Start sein. Ich schätze, dass die Rampe das Problem ist. Die hätte wahrscheinlich nicht genau am Start sein sollen. Alter, ich krieg den Sprung nicht hin, danach muss ich mich immer resetten. Du kannst dann vorbeifahren. Links habe ich es nicht probiert, aber rechts klappt's. Ja, rechts TSTG fährt den langen Weg. Ja, der kennt, glaube ich, die Abkürzung nicht. Aber wer kennt die auch? Das heißt also, ich schau jetzt gleich eine ganze Runde lang. Oh nein. Oh nein, der Arme. Das ist jetzt gemein, ja. Der Arme. Oh. Ja, das ist fies, ja. Wäre am ATS gekommen, dann hätten wir ihm helfen können. Oh. Ja, das ist halt. Da ist besser links gefahren, dann kommt man nicht besser da links rein, weil die ist mich auf dieser Strecke schneller, als wenn man da außen fährt.
Tauschen ist hier definitiv langsamer, weil du hier keine Kurven fahren musst auf diese Abkürzung. Ja. Also es liegt echt No, den sollte man nicht mitnehmen. Aber scheint's doch gut gekriegt zu haben. Ja, aber einigermaßen. Naturgemäß tut das Auto in der Luft nicht beschleunigen und deswegen sollte man die Jumps vermeiden. Das ist komisch mit dieser Strecke. Im Einzelspieler zählt er die erste Runde nicht, im Mehrspieler für einige ja und für einige nicht. Kein Sinn. Ja, gut, man kann ja... Ja, voll der komische Bug, irgendwie. Ich schätze mal wirklich, dass das da an dieser Rampe direkt am Start liegt. Die überlappt wahrscheinlich die Startziellinie und deswegen gibt es Probleme. Ja, also das hat ja auch diese Afrika-Strecke von Need for Speed Fan 83, also... Das Afrika hat das Problem auch? Echt jetzt? Ja, ja. What the hell? Große, die Originalversion. Sprung, Stevie, Sprung! War letzte Runde, Mensch. Ja, dann taube ihm jetzt mal eine Runde lang zu. Eine Ehrenrunde. Hat er nur die erste Runde nicht gleich gezählt? Gleich links, Kirsche, die Abkürzung nicht nehmen. Jetzt links. Und dann gleich rechts. Ja, die wusste ich aber auch nicht, da habe ich auch eine erste Runde nicht genommen. Deswegen ist Dennis vorne mal gewesen. Jetzt und jetzt direkt rechts, da rechts rein. Jo. Genau. Dann links hochfahren. Ja, die nächste... Da links hochfahren. Ja, da hochfahren. Na gut, das ist sehr interessant genommen, aber normalerweise ja, ist das da kam etwas spät, das links, ich meine, das die Reaktion, das links kam zu spät. Und dann links rein. Da okay. Links rein. Da links rein. Ja, links. Ja, das du ist kannst halt und links. Ich habe jetzt mal den Ausgang gesehen und mich links. Gefragt, wo der verdammte Eingang ist. Das ist mich wesentlich schneller als außen zu fahren bei dieser Strecke. Die flache Möwen? Und da rechts vorbeifahren. Alle platt jo. Gefahren, die flachen Möwen. Da auch nicht rüber vorbeifahren. Aber jetzt bei Start-Ziellinie, da darfst du jetzt da den Berg jetzt nehmen, weil es die letzte ja? Runde ist. Da darfst du ab. Bisschen nach rechts rüber, dann fliegst du noch schön weit. Schön mit Vollspeed Karacho. Ein rechts ja, springen. Genau. Bisschen nach rechts, ja. Nicht so weit nach links, sonst klatscht gegen die Wand. Bist ja nicht weit gesprungen bei mir. Doch. What the fuck macht der Netcode mit deinem Auto? Ja, bei mir stehst du nicht weit. Ich bin recht direkt vorne. Ich hab's auch gesehen. Oh, konsistente Zeiten bei mir. Aber so, viel zu langsam, denn. Bin ich der Einzige, der alle vier Runden fährt? 571 km/h! Du bist eine fucking 171. Ja, ah, du hast bestimmt den Start-Ziel-Rampe ausgewichen. Kann das sein, Jonas? Ja, wieso? Ah, ja, dann holst du da die 3 Sekunden. Da hatte ich keinen Bock drauf. Ich fand das so geil, das so zu fliegen. Ja, das hätte ich auch machen müssen. Aber naja. Hier ist die Gerd bei mir auf 560 km/h. Ist Anzeigefehler. Ist bei mir alles richtig, tatsächlich. Ja, bei mir steht bei ihm 571. Noch besser. Komisch, beim Host ist immer alles okay. Nee, auch nicht immer, aber. Okay, wenn wir das alle so handhaben. Es kommt ein schlimmes Rennen, da muss man richtig. So, hier, dann habe ich es wieder so wie beim ersten Rennen, so. Naja, alle machen es ja nur nicht, ne? Nur die Hälfte. Nein, Kindjag Park. Bei Regen. Nee, bei mir steht Angel Lake. Da-dum. Okay. Ich musste irgendwann mal meine Strecken reparieren. Ich habe aber die Ladebildschirme nicht ausgetauscht. Ja, ich habe bei mir irgendwie auch irgendwas ganz Komisches mit dem Ladebildschirm. Warum zieht der an mir so vorbei immer? Weil wir geschaltet haben und du nicht. Der hat nämlich hier wieder diesen leichten Schaltbug. Bestimmt. Ah. Mit Automatik. Ja, hast du auch zu früh Gas gegeben. Wegen ich hab aber auch total übersteuert, ja. Ah, wieso fahr ich denn Stevie hinterher? Weil du's kannst. Okay. Warum eigentlich nachts? Hier, ich hab mal dieses Raytracing-Feature ausprobiert, das ist richtig geil. Welches? Oh, Need for Speed 4 und Raytracing-Feature, ne? T3-Head meinst du, oder was? Ja, das ist so geil. Das sieht dann aus wie ein Doom oder so. Also naja, so, bei den Custom-Strecken so. Macht es halt schon viel aus. Ja, weil die oft dann falsch berechnet sind. Boah. Irgendwie habe ich die Wand nicht gesehen, Dennis. Ich habe die fast mitgenommen. Ja, ich habe sie mitgenommen. Netcode hat bestimmt gesagt, ich habe sie mitgenommen, aber... Ja, das sah so aus, ja. Nee, wo will ich denn hin?
Alter, diese Landeanimation, wie hast du das hingekriegt, ey? Das ist so das geil. Ist cool, ne? Die Standardanimation eigentlich nur. Halt aber die war so drin. Lang, die war so ewig lang, das ist normalerweise nicht so lang. Ach so, na, da ist einfach nur ein Timer drin. Ich hab, desto länger du fliegst, desto länger wird halt der Timer, aber der ist sogar schon begrenzt. Ich finde ich find das auf jeden Fall sehr cool. Das ist übel geil. Was ist denn für eine Landeanimation? Keine Ahnung. Dass das Auto wackelt, wenn du auflandest. Nur stimmt. Ist ein bisschen stärker wohl als vorher. Nein, warum lenke ich denn dahin? Ja, stärker. Aber warum lenke ich denn auf die Bäume zu? Das Einzige, was ich abgeschwächt habe, was mir aufgefallen war, du hast nämlich zwei Werte. Wie gesagt, einmal den Timer und einmal, wie gesagt, die Stärke selbst des Wackelns. Und die Wackelstärke finde ich bei normalen Einstellungen manchmal viel zu hoch. Das fällt auf, wenn man zum Beispiel über Schotter oder irgendwas fährt. Das wackelt ja so komisch. Ja. Also da habe ich es ein bisschen reduziert. Also damit, mit diesem Wert habe ich es nicht so übertrieben. Deswegen fand ich auch diesen Mid-Air-Slowdown und Landing-Fix so geil, weil du bei Mini-Sprüngen einfach so, so eine unrealistische Landung hattest. Manchmal machst du ja so Mikrosprünge, wo einfach nur, wo du halt einfach nicht so fett in die Suspension einfach reinballerst, so, weißt du, wie ich meine? Ja, das ist halt wirklich von der Flugzeit halt abhängig, ne, wie doll das gewackelt ist. Also desto länger du fliegst, desto mehr gewackelt kommt. Hast du aber gut hast du aber auch sehr gut gebalanced, finde ich. Das ist echt nice, ja. Nee, das sind fast mit 4, nicht nice. Ja, oh scheiße, da der Code war auch relativ oder ist auch relativ komplex dafür. Hätte ich TSTG überholen können, aber ich habe die Kurve jetzt beschissen genommen. Ich auch hier. Oh, jetzt hat TSTG ein Big Mistake gemacht. Oh. Ah, ich mach wieder den typischen Fehler beim Springen, nach irgendwo hin lenken bei. Wer ist denn das rote Auto, whatever das ist? Rotes Auto? Das ist Kirsche, aber das ist nicht rot. Nee, ich bin nicht rot. Stevie ist es. Außerdem ist es Stevie, genau. Ja. Aber es ist rosa. Ja, ja, aber rot ist es nicht. Ja, kann sein, so, ich hab schon, oder was? Ich hab da nur so einen Pixel gesehen da. Ja, natürlich wird er mich überholen. So wie ich hier fahre, wundert mich der doch nicht. Hör zu. Das ist die letzte Runde. Komm rum da. Das ist ein Kampf gegen den beiden, wie es aussieht. Ja, was mach ich denn heute? Fahren. Nee, das ist irgendjemand anders, mit dem ich mich hier battle. Ich weiß nicht, wer das ist. Du kämpfst und battlest mit Pete. Aber der ist orange und auch nicht rot. Ah, orange, okay. Ja. Bist du ein bisschen farbenblind? Nee, ich hatte nur so einen Pixel gesehen, ich konnte das kaum erkennen. Ja, ja. Ja, ja. Nee, es ist wirklich so. Oh, die Kurve fahre ich immer so. Ja, aber hier nicht. Die Kurve war schon wieder scheiße und deswegen gewinnst du jetzt auch. TSTG muss einen Fehler gemacht haben. Das guckt gerade vor mir. Ah, ich hasse diese Kurve. Ich fahre da immer zu schnell rein, dann muss ich da nur so hin und her eiern und deswegen bist du vorbeigekommen. Ja, ja, ja. Das habe ich, glaube ich, sogar durch den Netbook gesehen. Ja. Wir müssen das Demon noch über diese Ampelfarben noch mal erklären. Diese Kurve liegt mir einfach. Also ja. wenn Dennis orange als rot erkennt, was sieht er dann eigentlich, eine rote Ampel? Was für eine Farbe hat die Kirsche gerade? Braun? Sag mir das mal. Nein, grün. Das grün ich aber selber grün. Nicht, was für eine Farbe sein soll. Ein helles Blau. Achso, ich meine, jetzt Divis Farbe. Achso, naja, erst was so mach ich pink. Denn, ey? So ein richtig knalliges Pink hat er. Ach ja, stimmt. Stimmt. Eigentlich ja. Ich glaube, das könnte man sogar als Magenta bezeichnen, oder? Boah. Magenta geht für mich eher Richtung Lila, würde ich halt so sagen. Aber das ist doch schon fast. Ja, Lila, ja, ja, stimmt. Die ist fast ist eher so eine Deepstar-Farbe. Na gut, guck mal, du musst unten links gucken. Magenta. Unten links ist es knalliges Pink, sein Auto ist. Na gut, jetzt ist es auch wieder Pink. Ja. Dunkel ist es Magenta, da hast du genau, recht. Genau, genau. Stimmt. Ja. Ich bin das scheiße. Das ist so scheiße. TSTG mit 492 km/h. 523. Ich hab 540 zu bieten. Ist auch jedes Mal was anderes angezeigt wird. Ne? Auf jeden... Boah, deine letzte Runde, Pete, leck mich im Arsch. Ja. Aber ich hätte das Rennen gewinnen können. Ja. Scheiße. Nur weil diese eine Problemkurve da wieder kam. Ärgert mich. Zugeben, mit dem Auto war das relativ schwer. Also wer diese Strecke nicht komplett Vollgas fahren kann, hat nicht richtig die Kurven genommen. Was jetzt kommt. Okay, interessant. Interessant, dass du das sagst. Man kann ja mal nett sein.
Oha, nett. Nett, Co? Ich schlaf nicht. Oh, ich muss so einen komischen Knopf hier drücken. Der Netcode. Danke für den Tipp. Gut, Adolf. Der Netcode-Knopf. Netcode. Bei mir steht auch was ist ein Adolf, bei mir steht Red Rock Ridge. Ja, okay, das was zwei, zum Fick ist denn das eine Karre, Alter? Los! Ein Wendiges-Auto. Ein Wendiges. Das Ding lenkt richtig komisch. Boah, ja, Mann. Tut der es! Geil. Der lenkt geil. Der lenkt sehr direkt und da ist die Wand. Der lenkt wie ein Gott. Sagt Hallo. Keine Ahnung, ich hab eine Wand mitgenommen und ihr seid weg. Alter, das Landing ist sehr direkt. Holy moly. Ja. Also mit Tastatur ist schwierig, ja. Ja, das ist recht, den kann man echt cool spielen hier. Oh, zwei Runden nur. Bis dann habe ich nicht mehr verstanden, wie er funktioniert. Einfach nur lenken. Ja, aber in der Zeit hast du es irgendwann geschafft, mich zu überholen, also macht nichts nicht draus. Du bist weit vor mir. Weit, sagt er. Was mach ich da? 10 Sekunden. Alter. What the fuck? Oh. Ernst? Was war das? Was war das? Bullshit. Oh, scheiße, Jonas überholt. Leider Bullshit. Das mach ich die ganze Zeit hier. Boah, aber wenn man hier in der zweiten Runde durchfährt, durch die Stadt, das ist kein Fullspeed. Ja, irgendwie habe ich das diesmal auch nicht hinbekommen, keine Ahnung. Ja, musste auch vom Gas gehen. Aha. Musste ich beim Üben nicht, aber diesmal habe ich das auch nicht geschafft. Sehr knapp. Gott, aber der Kurve fast zu eng genommen. Wand der besteht in der ersten Runde. Also ist dieses Rennen leider scheiße für mich. Weil du bremsen musstest. Ah nein. Ja, normalerweise nicht. Beim Üben bin ich das Vollgas gefahren. Aber ja, hat der Winkel wohl nicht gepasst. Naja. Schade, aber was soll man machen? Muss ich mit leben. Musst du wohl. Jo. Oh, fuck, war das knapp. Mein Ziel ist, dass ich vor Kirche ankommen will. Ja. Scheiße, jetzt hast du mich erwischt. Hast du auch einen Unfall gebaut, oder was? Ja, diese Lenkung, ey. Die ist viel zu direkt. Ist aber nicht schlecht gemacht eigentlich. Aber das geht auch gar nicht anders. Bei so einer kleinen Hitbox-Collision. Da würde nicht. Ja, die kann man vielleicht. Ja, egal. Du bist gar nicht über Start- und Ziellinie gefahren, das zählt nicht. Traditionscrashstein, ja? Das zählt nicht. Da, Traditionscrashstein. Das zählt nicht. Du bist disqualifiziert. Oh, da schauen wir ihm zu. Ah, Kirsche fällt gegen Traditionskirschstein. Traditionskirschstein. Ja. Da lernt man echt. Sag mal schauen, wie schnell der TSC gegen wieder das war. Ist ja, das ist ja super. Dann bin diesmal ich, geht's. Dann bin wobei, ich 297. Boah, dann bin ich 1,14, Alter. Wie schafft TSCG denn immer so schnell? Ja, mein Spiel will mich gerade verkohlen. Ich kann die Zeiten nicht angucken. Ich habe bloß das Schild, das rote mit dem Strich durch. Okay. Was? Wow. Na, ich kann nichts anklicken. Ich sehe auch die Zeiten. Also ich sehe zwar die Zeiten, aber wenn ich drüber halte, passiert nichts. Jetzt hat er sich aktualisiert. Ja, jetzt ist halt viel weiter geklickt worden. Wo waren wir? Da waren Punkt wir, fünf, dann oder? Kommt das. Steuerung 5. Genau, so rein. Sehr gut, habe ich. Jetzt kommt das Ende. Also das mit diesen gedrehten Namen. Jetzt wird's nostalgisch. Keine Ahnung, wir haben angeblich... Damit war die SS schon gefahren. Will mit dem Jaguar SS100. Ja, damit hat die SS schon gefahren. Oh. Das hättet ihr mir die jetzt gefreut. Ja, guckt euch doch mal an, wie alt das Ding ist. Das kommt doch sogar hin. 3, 2, 1, los. Oh, gib Gas, Junge! Alter. Ja, mit dem Auto kriegst du das hin, Pete. Ich glaub an dich, mit dem Auto kriegst du das hin.
Ja, ich habe ja ausnahmsweise mal trainiert. Hört auf zu hupen! Um die Strecken zu testen. Gerade erst die Hupe gefunden. Jetzt, wo ich weiß, wie es geht, höre ich nicht wieder auf. Okay. Habt ihr denn die Kurve eigentlich schon so viel besser gemacht als ich? Wir haben das Gaspedal voll durchgedrückt. Mann, Alter! Boah, wer hilft hier so? Wir haben vorher nicht so viel gegessen, dadurch haben wir weniger Gewicht. Boah, den hätte ich aber gar keine Chance. What the fuck? Du bist ja nett zu dir selbst. Alles überholt mich hier schon wieder. Ja, hier wäre jetzt Windschatten nicht schlecht. Ja. Verkehrt. Oh Gott, scheiße, was mache ich denn für ein... Jesus Christ, das war so ein dummer Fehler. Das Schild hätte ich fast mitgenommen. Mutter Jesus Christ. Ivan? Mann. Scheiße, ich bin hängen geblieben. Und was ist im Spiel? Den kommt ja kaum den Berg hoch, ey. Ja, das, ihr seid besser, weil ich die eine Wand mitgezimmert habe, seid ihr jetzt weg. Der hält sich an die Geschwindigkeitsregelung, der Wagen. Ja, unfreiwillig, aber er tut's. Ich glaube, die Performance ist gar nicht mal so abwegig. Wahrscheinlich nicht, nein. Ich glaube, der wird in echt auch so um den Dreh rumfahren. Die Karren in den 30ern waren nicht urschnell. Genau. Okay, fahren wir da mal mit lang? War nicht schlau, oh, wie es aussieht. Wieso bin ich da nicht lang gefahren? Keine Ahnung, weil es nicht schlau war. Ich musste mich resetten. Also fahre ich nicht nochmal so. Ich fahre dann lieber normal weiter. Bei dem hier macht es Sinn. Was denn jetzt? Geh weg. Geh weg. Hä, und wo fährt denn ein... Wo fährt die denn lang? Hä? Wie voll auf dem Grünstreifen. Ja. Also eins muss ich ihm in echt lassen, also diese Ideallinie sich einarbeiten, das könnte ich nicht. Hier zum Beispiel ist dieses Gewackel, finde ich, total unrealistisch. Wenn man hier über Schotter fährt, durch da diese Brücke, Tunnel. Nicht das Brücke. Ist kein Schotter. War doch immer. Das kannst, Holz, oder? Das kannst du in der CarbTXT einstellen, wie schnell das Auto wackelt. Das ist pro Auto unterschiedlich. Okay, ist ja auch weird. Boot Bumpiness Faktor nennt sich das. Aber ich glaube, das Getriebe ist ein bisschen zu fährst kurz. Fährst du denn links lang? Weil das Auto da ja ohne Mühen rumkommt. Was hat dich Zeit gekostet denn? Wie gesagt, Pete, in den 30ern war das Getriebe noch Standard, so. Nee, da war es eigentlich eher viel zu lang. Meinst da du? Hatten die immer, da hatten, ja, ja, die ganzen, da hatten die noch die ganzen Getriebe von den Rekordwagen und haben das Pete dann in die Formel 1 Autos eingebaut. Dann hatten die da so. Pete hat wohl in den 30ern gelebt, wie es aussieht. Nein, aber du kannst dich ja schlau machen. Zum Beispiel, da dieser Abus, dieser, da gab's auch diese Rekordwagen, dieser Bernd Rosemeyer und so, die dafür Hitler diese Geschwindigkeitsrekorde gemacht haben. Die hatten ewig lange Getriebe, die sind mit den Dingern 440 oder so gefahren. Auf der A5. What the fuck, ich check das nicht, was mache ich denn hier so falsch? Und das hatten die dann später alles in den, ich glaube, in den Formel-1-Wagen. Ich habe letztens mal so eine Car-Performance-Datei gemacht für so einen, für diesen Monoposto, für diesen Mercedes. Was mache ich denn hier so falsch? Ich verstehe es nicht. Ich weiß auch nicht, welcher Gang hier sinnvoll ist. Die Automatik sagt 3. Jetzt 4. Jetzt hier. Keine Ahnung, ich bin auch noch im dritten. Du bist ja noch nicht da, wo wir jetzt hier gesagt haben.
Kirsch hat mal wieder den Chat übersehen. Ich hab da wieder reagiert. Oh, da ist ein. Nein! Wow, jetzt hab ich vergessen. Wo soll das? Das hat funktioniert! Ich hab einen Unfall gebaut. Zum Kotzen. Da war die Abkürzung und ich weiß nicht, wo es lang geht. Ey, die Abkürzung ist nicht immer gut. Ich hab's gerade. Ist gut. Ja, nee, ich habe sie versucht zu fahren und durfte mich dann nachher resetten. Ja, du mich auch. Mit dem Auto zu schnell genommen. Ich bin eben einfach hängen geblieben in der Abkürzung. Oh, ja, du musst wissen, aufpassen. Du musst wissen, wo du wieder wo du da runterfährst, ne? Ja, man darf, glaube ich, nicht zu weit rechts fahren. Und auch nicht. Warum ist denn nicht so vorhin hier gefahren? Man muss echt aufpassen. Ich bin auch so bescheuert, warum haben die das getrennt? Warum haben die Polygone getrennt? Ja, viel zu viele Polygone schon wieder. Nein, die haben einfach, eine Straße gespalten. Ah, das war dumm so von mir. Macht einfach keinen Sinn. Ich komme mit Jesus Christ, Pete kommt mit Holy Moses. What the fuck ist hier heute los? Ja, die haben einfach diese Abkürzungen, haben die Polygone getrennt. Dass man die nicht benutzen kann, also oder so, Holy keine Ahnung. Holy ist normal, die aber kann man benutzen. Ja, aber nur manchmal kann man die benutzen. Wackel, 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 wackel. Ich bin eben richtig stecken geblieben. Alter, ich brauch noch einen Gang. Kein. Sag das mal den 30ern so, dass die zu wenig Gänge hatten. Tausche Rückwärtsgang gegen fünften Gang. Aber... Weil ich mir so einen Bullshit nicht zusammen gefahren habe, habe ich einen Rundenrekord gebrochen. Auch immer. Yeah. Party. Aber mach dir nichts draus, der wird mir jetzt bestimmt auch gleich sagen, Rundenrekord gebrochen. Ja, aber ich habe wirklich einen fetten Unfall gebaut, weil ich in der ersten Runde nicht hatte. Und trotzdem ist bei der Lärmmöhre hat man trotzdem Rundenrekord. Aber wie ihr einfach alle da gecrashed seid. What the fuck? Ja, ich wurde abgelenkt. Einmal Gruppen crashen, bitte. Nicht alle, also ich bin ja schon seit irgendwann der Wand einfach weg von euch. Oh, 24 Sekunden. Ja, dann bist du da vielleicht auch gecrashed, wer weiß. Wer weiß. Wir nicht. Ja, außer ihr schaut mein Video, aber das tut ja keiner. Alter, wie ihr jetzt schon wieder rankommt, the fuck? Was kann man denn mit dem Auto so falsch machen? Siehst du mehr Gas geben. Ja, es ist voll durchgedrückt. Drück mehr durch. Du musst gleichzeitig die Handbremse ziehen. Voll drauf. Was denn nicht lachen? Es hätte klappen können. Bei dem Gang muss N stehen, Dennis, dann funktioniert. Ja, Gang N ist Gang N ist Gang 5. Mhm. Obwohl, nee, das ist ja das, was Kirscher haben wollte. Alter, schon, wir haben deinen fünften Gang gefunden. Das geht einfach nicht. Das geht. Wo ist denn hier jetzt? Will ich wissen, wo man hier lang fährt. Das geht komplett immer. Okay, jetzt habe ich zumindest mal nach dem Reset die Abkürzung gesehen. Konnte ich mir leisten, Stevie war ja weit weg. Ich ignoriere diese Abkürzung hier, die verkacke ich sowieso. Ja, die ist sehr problematisch. Sehr problematisch. Ich habe sie in der ersten Runde versucht zu nehmen. Hat nicht funktioniert, habe ich mich resetten müssen. Gut, ja. Ich habe mich auch jedes Mal resetten müssen, aber ich wurde in der ersten Runde überholt da. Das ist ja auch deprimierend. Also von Leuten, die sie genommen haben. Muss man es doch mal probieren. Du darfst nicht so weit rechts fahren. Sonst knallst du einfach gegen die... sozusagen eine Wand. Neben dem Haus vorbei. Das ist ein Haus? Ja, da wo das so... Ist egal, ist die letzte Runde, ich will die Strecke nie wiedersehen. Na, eigentlich ist es ja eine schöne Strecke. Ja, trotzdem. Egal. Ich sehe die alle nie wieder, es sei denn, sie werden irgendwann wieder ausgewürfelt. Kannst du ja mal zwischendurch ein bisschen mehr üben? Ziel, ja. Verbessern. Aber nicht dieses Spiel. Aber genau, ob Kirsche das für ein Need for Speed 4 macht, wage ich dann auch tatsächlich. Nee, wenn dann Trackmania, die haben das Rallycar inzwischen eingebaut. Du meinst in 2?
In Trackmania 2 oder wo? Keine Ahnung. Natürlich wartet ihr wieder. Das aktuelle Trackmania. Auf mich. Ach so. Erst haben sie das Snowcar reingebaut, jetzt haben sie das Rallycar noch reingebaut. In das Ganze, in das TM 2020. In das einzige, was noch supported wird, genau. Ah. Sie haben den Rundenrekord. Ja, weil die ganzen alten Andys gab es ja schon in TM 2. Ja, ja, genau, genau. Die bringen sie jetzt Stück für Stück offenbar in das Neue rein. Das finde ich gut. Ja, klar. 2,58. 304. Bei TMP. Oh. 258, okay. 304. TSCG 197 km/h. 194 bei mir. 165 hat er bei mir. Bei mir hat er 204, aber. Aber ich bin wieder mal unter 165. Ich verstehe es nicht. Wie hast du 304 hinbekommen, Pete? What the fuck? Weiß nicht. Ich weiß nicht, einfach. Gut, ich habe aber auch die 307 ohne die Abkürzung, Dennis. Ah. Ah, ja, dann ist. Hä? Ah, gut, ja, gut, dann. Hätte es ja noch viel besser sein können. Echten Witz, So, Steuerung. 6. Ja, mein vor allem, man gibt ja nur Vollgas mit dem Auto. Ich verstehe nicht, wie er die Zeiten dann noch rausholt. Ich verstehe es einfach nicht. Naja, wir haben jetzt mit der Handbremse und dem N ja jetzt erklärt, ne? Hm. Das Hill Area. Okay. Dann wollen wir mal das nächste Rennen fahren. Autumn Valley. Alpine Trail. Zum Glück jetzt mit dem verbesserten Auto. Das immer noch kaum lenkt. Aber besser als vorher. Vorher hast du hier nach rechts gelenkt und das Ding fuhr nach links. Er fuhr nach geradeaus auf jeden Fall. Nein, er fuhr nach links. Ja, oh, der lenkt doch schon viel besser. Durch. Ja. Vorher echt bei den Bällen von 0 bis 20 km/h Alter, in die entgegengesetzte Richtung. Ah! Da ist ein Zug, aber... Ja, könnten wir bitte mal in die richtige Richtung fahren? Dankeschön. Oh boy, was ist denn das für eine Karre, Mann? Die ist schon verbessert, Stevie. Ja, die war noch schlimmer. Die untersteuert ja nicht halt gerade wenig. Wenn es gar nicht steuert, kann man sich untersteuern nennen. Das war vorher der Fall, jetzt steuerst du ja wenigstens ein bisschen. Vorher hast du bei 50 bis 150 km/h gefühlt gar nicht gelenkt. Ach, naja, bedenke, dass es hier schneit, ne? Wir wissen alle. Ja, aber trotzdem. Der Schnee macht's halt, ne? Alter! Alter! Ich meine, es ist auch irgendwo langweilig, wenn man die ganze Zeit ein Hinterrad anfühlt. Oh. Die Strecke tut dir Übriges. Ja, das ist ja wohl ein Hinterradantrieb, oder nicht? Nee, ich glaube, der hat Allrad. Aber hätte aber dann ich müsste das so er ja eingestellt. Besser lenken. Hm. Nee, nee. In dem Spiel ach, komm. Ist das anders. Oh mein Gott, wie Bullshit ist das? Also langsam kriege ich die Karre ein bisschen unter Kontrolle und Kirsche wohl auch. Der klebt mir nämlich im Arsch. Und dann nehme ich die Wand mit. Das ist echt schwierig so, die Konstellation. Der Strecke, ey. Ich finde, man bleibt ja auch gefühlt wirklich überall gut hängen an den Wänden. Alter! Ja, die Konstellation ist richtig weird. Ja, ja, das habe ich nicht gemacht. Wie, die Strecke hast du nicht behoben? Also, naja, also... Die... Also, nee. Also nee. Also ich habe halt nur Visibility und die Straßenbeschaffenheit, ne? Aber dieses andere, diese Polygon. Nee, generell ist die Kollision komisch. Man springt davon so ab wie so ein Flummi und keine Ahnung. Sie haben den Rundenrekord gemacht. Ich habe den Runden. Ab wie ein Flummi. Naja, man ist so, man ist trotzdem ganz schön von der Speed runter. Ist richtig merkwürdig. Also ich merke jetzt nur das Problem, wenn man halt an eine Wand kommt. Großer Schuss. Ja, meinte ich ja an eine Wand. Ja gut, aber das habe ich ja nicht machen können. Also, das wäre halt Minimum eine Stunde Arbeit so. Ja, ja, ich weiß, nein, ich meine nur. Aber es ist ja kein Null-Speed KMH-Bug, es ist ja einfach nur weird. Ach so. Ja, ich hatte eben schon Null-Speed KMH-Bug. Ach so, okay. Null KMH in der einen engen Kurve da.
Was mich gerade viel mehr ankotzt, sind manche Polygone, die einfach so, wo das Wetter nicht funktioniert, ey. Ich hab gedacht, ich hab das repariert. Das sind viele Polygone. Nee. Da ist es schon ein bisschen wenig, so bei Strecken. Könnte ein bisschen mehr sein. Ob es irgendein Rennspiel für ihn gibt, was passend ist? Entweder sind zu viele oder zu wenig Polygone. Ja, ich spiele sogar beides. Naja. Muss halt schön aussehen. Oh Gott, ey. Das ist schwer zu fahren, das ist unglaublich. Doch, der Erste ist. Ja, ist trotzdem schwer zu fahren. Ja, ja, jetzt und da, war ich genau 0 km/h runter. Genau in dem Moment, wo du sagst, dass ich erst bin, überholt mich jemand. Ah, oh. Diese eine Kurve hier, ey. Ja, die kann man abkürzen, die Kurve, so ein bisschen. Da kannst du über den Schnee fahren. Meinst du diese eine Skipiste? Wo du gerade eben weggerutscht warst. Achso. Ja, da passe ich halt immer ein bisschen auf, ne? Weil ja, du kannst da rechts über den Schnee ein bisschen abkürzen, so ein kleiner Cut. Ja, wenn die Polygone das sagen. Ja, die erlauben das da. Wenn die das erlauben, genau. Oh, das sah auch spannend hier aus von Stevie. Das ist so eine Strecke, die einfach sehr lang braucht, um sie zu reparieren. Sie haben den Runden. Nö, mit meinem Tool nicht. Naja, wenn du ein Polygon hast, was so ein Sim-0-Surface hat, wo eigentlich du drauf fahren könntest, dann. Ja, das ist natürlich nicht. Ja. Manches muss man einfach manuell machen. Okay, die Rundzeit von TSTG 331. 595 ist TSTG gefahren. Naja, also bei mir stimmen die ganzen Geschwindigkeiten heute mal. Ich will. 6. Nee. 7 sind wir schon, 7, echt. Yes. Wow. Geht der Ruckzuck. Ja. Moment. Bei mir. Hä? Was ist los? Dann irgendwie nach Bugatti gerade. Aber ich hatte schon 7 gedrückt. Oh. Ja, du hast den falschen Wagen. Ja, stimmt. Also, Leute, die habe ich 2. Die falsche Auto oder was? Ja. Hat man gerade gesehen, Rainer fährt mit dem falschen. Ja. Hey! Ja, aber steht da noch Mercedes? Jetzt richtig, ja. Ich hatte schon am Anzeigebildschirm des Rennergebnisses gedrückt. Vielleicht war das irgendwie das Problem. Da funktioniert's nicht, nee. Vielleicht können wir dann jetzt fahren, oder? Nee, wir sprechen jetzt nochmal ab. Einfach. Ja, einfach gut, so. Hier nur für. Oh, kann halt. Ich konnte nicht mal Escape. Man erkennt das sogar gehabt. Daran, weil das. Man hat mehr als ein Auto gesehen, wenn wir zusammenstehen. Ey, und man hat daran erkannt, dass ich nach einer Sekunde 10 Meter vor euch war. Ja, das außerdem. Also, wir hätten gerne weiterfahren können. Ey. Boah, seid ihr alle schnell, Mann. Was ist hier los? Ja, jetzt kommt. Oh. Wir haben die Karosserie von Mercedes, aber den Motor von Bugatti. Ah, klar, ja. Natürlich. Das weiß man so nie in Motorsport 4. Ich weiß nicht, warum der die so genannt Unfall. Hat. Hättest du das nicht wie vor der Wand sagen können? Ich wusste ja auch nicht vorher, dass ich da einen Unfall baue. Wieso crashen alle rein und ich bin danach letzter? Das sind ja nicht alle reingecrashed, nur du und ich. Nee, das war noch mehr, oder? Ja, das Rest war Spectator. Okay. Ich hab zwar die Wand soweit berührt, aber recht harmlos. Ich bin leider gekippt. Ja, so richtig schön, so langsam zur Seite. Sie haben den Rundenrekord gebrochen. Zweite Runde. Das sagt er dann ja auch.
Ich liebe ihn schon wieder. Oh. Ich lerne nicht aus diesem Fehler. Nein. Schon deine Hupe. Sag mal, warum hast du eigentlich kein Kennzeichen am Auto? Sicherheitshalber. Der Lichtsreduzierer. Geh mir aus meinem Sichtfeld raus! Geh mir aus meinem Sichtfeld raus! Ja, versuche ich ja. Geh mir aus meinem Sichtfeld raus! Das versuche ich ja. Sobald du die nächste Wand erwischt, bin ich aus deinem Sichtfeld raus. Also ich habe sogar extra gebremst vor der Wand. Deswegen haben wir trotzdem beide denselben Fehler gemacht. Ja. Warte mal, ich tat, es reichte wohl durch. Rundenrekord. Dritte Runde. Du der Sprecher, oder? Nee. Du sagst es immer kurz bevor es von mir aus dem Lautsprecher kommt. Ich bin nicht Egon, tut mir leid. Diesmal bin ich nicht gesprungen. Oh. Der PSDG hat's erwischt. Ja, die Gefahrstelle wieder. Wo man springt. Der Gefahrenbereich. Wurde erwischt. Wurde betreten. Das ist eine echt schöne Strecke. Die habe ich so nicht gekannt. Nee. Okay. Ich habe die, glaube ich, nie installiert gehabt. So. Wobei ich ehrlich. Gefahren. Also, ich weiß, ja, Schnee, bla, aber die Straße hat so gut wie. Die ist sehr plan von der Textur. Mit einer Rennstrecke. Die haben die ordentlich gebaut. Rundenrekord. Vierte Runde. Jetzt hat bestimmt Kirsche darauf gewartet, dass ich es wieder sage. Ich hab gerade überlegt, eigentlich müsste ich sagen, ich bin nicht ja vorne. Ja, schon, ne? Aber irgendwie auf dich ist auch kein. Alter, kein Verlass. Ich bin sauer auf dich. Auf dich ist einfach kein Verlass. What? Ich hab keinen Vertrag unterschrieben, dass ich hier die Egon-Ansage übernehme. Nicht? Wurde der dir nicht zugeschickt? Nein. Hab auch keinen Geldeingang feststellen können. Nee, oh. Das hat ja auch kein Geld gebracht. Das ist einfach nur sagen müssen. Als würde die EA jemandem Geld geben. Haha. Der hat gesessen. War gemein, oder? Das war einfach nur Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. Wahrscheinlich, ich weiß es nicht, aber. Also, ich habe noch nie von EA Geld bekommen, sagen wir es mal so. Ja, gut, du arbeitest ja auch nicht bei EA. Ja, ein Punkt für die Behauptung. Das ist meine Cam schon wieder so schräg. Mann, die armen Schweine. Die haben den Rundenrekord gebrochen. Nächste Woche Fünfte muss das Runde. Spiel fertig sein. Letzte Woche muss es fertig sein. Letzte Woche hätte es schon fertig sein müssen und er baut immer noch an den Scheißkarren rum. Ach, dann releasen wir es einfach so, wie es jetzt ist, fertig. Das Schlimme ist, das wird genauso so passieren. Dann tun wir einfach so, als ob wir irgendwelche neuen Updates machen und dabei tun wir einfach das Spiel fertig bauen, wenn es schon draußen ist. Ja, genau. Das ist ja heute üblich, ne? Aber die haben das schon gemacht, bevor es Internet-Updates gab. Das muss man erstmal. Das muss erstmal gekommen sein. Wie gesagt, siehe Heat, ne? Das letzte Update war Lenkrad-Support und dann war der Support für Heats tot.
für ein Rennspiel, ne? Das ist schon. Lenkrad Support, Major Update. Das neueste Feature hatte noch nie ein Spiel zuvor. Naja, das beste Beispiel, warum kam Need for Speed 2015 zu spät? Für PC, weil sie unbedingt für den PC-Port 60, also uncapped FPS, Lenkrad und alles haben wollten. Deswegen ist die PC-Version später released worden. Und das ist nicht mal gelogen. Weil sie da auf die Community gehört haben. Ja, haben sich da wohl Mühe gegeben. Ausnahmsweise mal. Ja, aber die Konsolenversion kam schon früher. Und zwar ein halbes bis dreiviertel Jahr früher. Okay, wenn die PC-Version dann vernünftig machen, kann es auch gerne später kommen. Das ist ja gerade das, was man sich wünscht. Stimmt, ja. Das ist die letzte Runde. Da kann ich immer wieder als Beispiel God of War bieten. Ne? Kommt ein ganzes Jahr später, über ein Jahr später, aber vernünftige PC-Version. Sehr gut optimierte Engine. Sogar mit verbesserter Grafik als bei Konsole. Ne? Also das wirklich ist nicht fast immer so. Nein. Ich meine, Grafik bei PC ist doch eigentlich immer besser als nicht, bei Konsole. Es kommt immer drauf an. Also bei vielen Konsolenports, ja, es gibt aber auch Konsolenports. Kann es sogar sein, dass manchmal die PC-Version beschissen aussieht. Natürlich, lass. Glaub mal, ich lüg dich da nicht an. Ja, aber die haben bessere zwei höhere Grafik-Settings. Also es gibt dann Original, dann gibt es noch Hoch und Ultra. Und Hoch und Ultra ist nur für PC. Dass ich Jonathan jetzt doch am Ende durchlasse, das kann nicht wahr sein. Finde ich sehr nett von dir. Ach, guck mal, wer auf einmal da ist, gleich willst beim letzten. Mitmachen? Die letzte Strecke. Wo kommt denn der Tomete-Salat her? Tomete? Das ist ärgerlich, Gott. Ich bin heute tatsächlich schon um 5 oder sowas bin ich da plötzlich eingepennt gewesen und ja. Also wenn du noch Lust, Zeit und Lust hast, kannst du noch das letzte Rennen mitfahren. Wenn er natürlich alles drin hat, die aktuelle RSM, deine Dateien reingesetzt hat und alles. Das stimmt, ja. Wenn nicht, dann nein. Ah, wegen einer Strecke, ich weiß auch nicht. Ja, ich dachte, das lohnt. Ich dachte, ihr wärt in der Mitte oder so. Nein. Ja. Das ging halt leider. Ich hab am Anfang versucht, sie aufzuhalten. TSTG mit 303. Alter, was hast du eigentlich für komische Symbole in den Chat geschrieben? Das ehrlich gesagt jetzt erst. Was? Muss ich gleich mal gucken. Dass du es noch in den TS geschafft hast. Ich hab in diesem Spiel einfach keine guten Zeiten. Das ist echt merkwürdig. Irgendwas muss ja in deinem Chat abgehen, weißt du? Ja, hier, voll die Party. Stevie, Standalone Party. Wo ist denn die 8? Das hier. Hast du bis um 17 Uhr eingepennt? Ja. Oh, das ist eigentlich nur. Ja. Ja, aber dann bis jetzt ist halt schon. Hatte ich auch mal. Das ist halt schon richtig eingepennt. Wie lang? Ich muss dir ja fast einen Wecker stellen. 1, 2, 3, 4, 4,5. Eher zu kurz, oder? Naja, für einen Power-Nap ist es. Egal, machen wir das. Achso, für einen Power-Nap ist es. Komplette Nacht durchschlafen ist es ein bisschen kurz, ja. So, das ist mein letztes Emote für dich im Chat, siehst du? Okay, wo hast du die Dinge? Was ist das am meisten der Welt? Also, wie lange synchronisiert der? Es erwartet auf mich. Wieso? Oder ist das jetzt nur ja auch passiert in sich? 3, 2, 1, los! Ja, das viel passiert sind die ganzen Strecken. Update hier, das dort, dies. Oh, wir haben ja hier sogar. Wir haben die! Das hätte auch mal einer vorher sagen können. Wie lustig, hat mich voll abgedrängt. Wir haben also diese Art von Schaden. Okay. Na, wir haben mit Verkehr, ja. Oh, aber ich habe damit jetzt auch nicht gerechnet, weil mein Tool deaktiviert ja für die ersten paar Sekunden die Kollision. Ich habe nicht dran gedacht. Das war schon sehr lustig. Das war echt geil. Ja, ich habe schon drüber geguckt. Sobald du dann aus dieser fremden Kollision raus bist, ist quasi die Kollision an. Ja. Und bloß leider fuhr dann einer vor mir. Und der hat einen Unfall gebaut und da kam ich nicht mehr weg. Ja.
Alter, 298, ja. Schneller geht nicht. Ja, 330 hat er, ja. Nee, bei mir waren es 298. Ja, das ist nur das, was das Display anzeigt. Ja. Aber wo der Tacho endet, quasi, von dem Auto im echten Leben. Naja, nicht wirklich, aber das ist halt leider. Ja, aber so ist es. So ist es, aber das ist dafür gedacht, dass es, ja. Du kannst das einstellen, dass er richtig die volle Geschwindigkeit anzeigt. Ja, nur mit Cheat Engine leider. Nee, mit Velocity Pro Dingsy. Pro Dingsy! Ja, Velocity Pro Metasieg, doch, damit kannst du es bestimmen. Ja, das ist die, das ist der Topspeed, den das Auto dann fährt. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Ich hab irgendjemanden neben mir, das gefällt mir nicht. Also, fast komisch hier vorhin schon ein Bus lang. Okay. Ey, lass den Bus doch in Ruhe, den hast du weggeslampt. Es war mir beim Üben schon aufgefallen, Stevie, dass da immer die gleichen an der gleichen Stelle lang fahren. Schon irgendwie, ne? Du verfickter Schulbus. Ja, der Verkehr fährt jetzt auch nicht mehr in der Mitte da bei dieser engen Stelle, sondern ein bisschen vorwärts. Jonat! Ja? Lass den Bus in Ruhe! Nein! Wenn ich einen Bus sehe, dann kann ich nicht widerstehen. Du hast den ja nicht mal gesehen. Ja, weiß ich. Wieder 298. Wenn ich einen Bus bei dir sehe, ja, weißt du okay, so ungefähr. Okay. Guck doch auf mein Ziel. Der blöde Sprung! Ja, ja. Wo ist der Kacke aufgelandet? Ja, komm, überhol mich. Ich hab beschissen den Jump genommen. Ah, Kirsch, ich bin auch blöd gelandet. Jetzt kommst du vorbei. Schieb mich nicht! Ich dachte, ich schieb dich ein bisschen stattdessen. Ich wusste nicht links, rechts. Ach, einfach gerade drauf. Passt schon. Ich bin links von dir. Ja, ich hab direkt die Spur sicher teilweise genommen. Das Rennen liegt dir ja, Stevie. Bitte? Das Rennen liegt dir ja. Naja, du, den Jump, da hab ich die Wand mitgezogen. Oh Gott, wir sind genau nebeneinander. Kann ich nach links gucken irgendwie? Ja. Oh, man sieht's an der Anzeige. Flacker, 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 wer gerade vorne ist. Ah, man sieht gerade die. Meine Taste nach rechts funktioniert leider nicht. Ah, jetzt bist du definitiv vorne. Also ich kann wieder ausholen. Bist blöd gelandet, oder? Oh, Alter! Oh, Autos! Wir sind Autos! Alter, dieses rote Verkehrsauto sieht man erst so spät, ne? Ja, das ist geil, ne? Das ist so krass. Bei Lost Vegas ist das ja. Das ist so heftig, ne? Also beim Üben bin ich da schon zwei, dreimal reingefahren in die Karre. Der Grüne ist aber auch scheiße, dieser eine Grüne, falls ja, ihr den auch gerade habt. Da bin ich gerade dran vorbei an dem. Stevie Jonat hat die Persönlichkeit geschrieben. Und Achtung auf den LKW mit dem gelben Führer raus. Der ist, das ist immer noch der mit dem 100.000 Kilo. Mach dir nichts draus. Ich habe damit angefangen, die haben nachgezogen. Oh, Alter, habe ich ein Glück gehabt. Ich bin nach dem Sprung genau in ein Verkehrsauto reingefahren. Ich glaube, das Auto hatte ich auch, zumindest kam mir eins entgegengeflogen. Ich hab das Gefühl, ich bin durchgefahren, aber hat irgendwie nicht kollidiert. Das war das Rote, das hat mich auch kaum geschädigt. Der rote Hatchback, der hat 1 Kilo und der LKW. Hab ich ja Glück gehabt, dass das anderes war. Warum steht denn da so ein Bus quer? Wie hast du das noch genannt? Russisch Roulette. Russisch Roulette-Verkehr, genau. Manchmal. Wie läufst du hier rum? Ich musste den Bus weichen, der komplett mitten auf dem Weg stand. Also am dollsten müsst ihr auf den LKW mit dem gelben Führer ausachten. Der wiegt mich momentan 100.000 Kilo. Kann ich froh sein, dass ich den ja nicht nach dem Sprung getroffen habe. Das wäre fatal gewesen. Das hätte wehgetan. Wow, davor was. Den habe ich schon so einige geile Clips aufgenommen. Das glaube ich dir. Oh, irgendein Bus liegt bei mir auf dem Rücken. Oh, das ist gefährlich. Vor allem wie der LKW mit Unfall. Tomete, kannst du das mit deinem Mikrofon bitte lassen? Hat, ne? Danke. Ich hab nicht den Sprung gemacht, weil ich so wenig. Ja, deswegen haben wir auch 3-4 Mal ein Störgeräusch gehabt bei dir, ne? Ist klar. Boah. Also bei mir war es jetzt nicht so laut. Fuck, ey. Oh, ich mag diesen Jump hier nicht. Der ist immer so unkontrollierbar. Bei dem einen Jump darf man nicht zu schief. Weil dann kommt der Landeszugang vom Spiel selber wieder und dann hast du, weil du ja schief fliegst, ne, und dann fliegst du mehr Speed als du sollst. Ja. Obwohl, das wäre ja sonst im Original aber auch so, dass denn beides greift.
nimmt sich. Ey, war keine Beschwerde, nur eine Feststellung. Nein, ich meinte nur allgemein, dass es aber auch so ist. Der Schulbus. Dieser verdammte Schulbus. Der ist geil, ne? Ja, theoretisch ja, aber jetzt gerade hat er mich angekotzt. Seit wann hat denn das Game eigentlich einen Schulbus? Ja, wir haben doch jetzt Pietes Verkehr. Es wird jetzt immer durchgemischt mit ganz viel. Ich weiß gar nicht, wie viele Autos hast du überhaupt schon mittlerweile, Piet? Ich weiß gar nicht. Ich glaube so 100, 200. Cool. Sind die jetzt eigentlich alle unique, abgesehen von den russisch Roulette-Dingern? Aber sonst ist alles unique oder sind da. Oder sind die Doppelten, die sich auch ab und zu mal. Da sind bestimmt noch so circa 5 Doubles drin. Aber ja? die tue ich mit der Zeit natürlich löschen. Okay. Also ich habe alle möglichen Traffic. Oh, Scheiße. Oh, oh, fuck. Aha! Achso, oh, hast du. Verstehe. Ich cyanblaue Dennis, Fahrzeug nicht. Dennis, du hast mir voll ein PKW-Auto davor geschoben. Ich konnte gerade so ausweichen. Ja, ich muss den LKW ausweichen. Den mit dem gelben Führerhaus wohlgemerkt. Oh, ich hab grad dieses cyanblaue Verkehrsauto voll erwischt. Einfachen Schulbus hier. Okay. Jo. Genau vom Sprung, ey. Ich bin auf das Auto zugeflogen. Genau vom Sprung. Oh nein, bitte nicht den Bus mitnehmen. Oh. Nicht den Bus mit. Alter, wenn du den. Alter, ich habe 27. Ich habe 27% Aufhängung, möchte ich mal sagen. Ja, Piet, du hast mir auch fast ein Verkehrsauto davor geschoben. Ich hab dich da gar nicht gesehen. Ich hab's aber flackern sehen bei euch. Ich fänd's mal so geil, wenn wir solche Rennen mit Controller-Updates machen, Mann. Oh nee. Wäre so geil. 29% Aufhängung. Das Lenkrad unfahrbar, sorry. Ja, gut, das kann sein, ja. Mit Tastatur ist es vielleicht eher was. Lenkrad geht's echt gar nicht. Also, wir haben das ja irgendwann nochmal probiert beim Snow Ridge Rennen. Es ist unfahrbar, es ist einfach nur grauenhaft. Was jetzt? Controller-Updates, wenn der Pink sich auf die Steuerung aufwirkt. Ach so, ja. Nein! Halt alles. Bus, geh weg! Ach man, oh. Oh, Dennis, wir haben Glück gehabt, dass ich dich nicht mitgenommen habe da eben. Ich muss dich. Oh nein. Da liegt ein Bus weg! Oh, jetzt überholen mich alle wegen dem Scheißverkehr, weil ich gekotzen. Möge euch der gelbe Truck euch treffen. Den habe ich schon erwischt. Nein. Lebt er noch? Ach du Scheiße! Nein! Warum liegen meine Busse hier mal auf dem Boden? Also. Alter! Leck mich doch! Nee. Was jetzt passiert? Nach der 100.000 Kilo, wo der Riesenschramm kommt. Was mache ich denn? In der letzten Runde, Dennis war hinter mir. Wo der Riesenschramm kommt, bin ich voll in diesen verdammten LKW reingeflogen, voll rein. Oh, und jetzt habe ich 18% Motor, 26% Karosserie. Schulbus! Ah, wir haben ja jetzt einen krasseren Schaden, ne? Ja, du verlangsamst, dass du hier deine Aufhängung kaputt ist, ja. In der letzten Runde geht alles gerade bei mir schief. Ich nehme mal 100.000 Kilo LKW hat natürlich wehgetan. Wie viel Schaden hast du jetzt, Motor? 18. Ach, naja. Ich bin bei dem. Das ist voll krass. Ich bin bei dem Jump in den LKW mit dem gelben Führerhaus reingeflogen. Das war richtig. Das war. 18 ist ein Kratzer im Lack, oder? 18 ist sehr viel. Oh, das ist auch schon 15% wegen dem Crash am Anfang. Warte, 18% von maximal 100% Schaden. Nein, 250% mittlerweile. Achso, ja, gut. Ja. Also 250 wäre der schlimmste Schaden und 18, also nix. Aber ich hatte auch früher 15%, also durch meinen ersten Crash am Anfang wegen der Kollision am Anfang. Ja, aber weil ich nicht mal was konnte. Aber 250 Motor, dann kommst du kaum auch noch vom Fleck, dann hast du schon fast nice. Kann man so wie auf Prozentzahl umschalten? Ich hab so Balkendinger. Ah, ist eh weg. Ja, das wäre sinnvoll. Auf 496! Nee, bei mir ist korrekt. Oh, bei 499. Mir korrekte bei mir Zeit 355. An. Ja, nee, bei mir zeigt es tatsächlich 313 an. Und Piet hat 94. Das ist halt so eine Lecksache, glaube ich. Mhm. Ja. Du hast eine 1,27. Ja. So, jetzt schnell runter vom Server, bevor Tomete kommt. Oh Mann. Ah, das ist ein bisschen, also, ne, und so, ja, und so, ne, so, und so. Ja, aber so nachfahren so. Würde es.